بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Es wurde die Frage gestellt über die Seite peervogel.de, info@peervogel.de, ob Frauen anders beten als Männer. Das heißt, dass die Frauen beispielsweise ihre Ellbogen auf den Boden legen und so weiter und so fort. Es gibt Gelehrte, die diese Meinung vertreten, unter ihnen ist auch der große Gelehrte Abu Hanifa rahimullah. Aber wir haben geforscht und haben diesbezüglich keine authentischen Hadithe gefunden und folgen den Gelehrten, die diese Aussage als schwach betrachten oder als nicht stärkste Aussage betrachten, sondern dass der Mann genauso betet wie die Frau. Denn es gibt eine Grundlage in der islamischen Gesetzgebung Scharia, dass alle Regeln gleichermaßen für Mann und Frau gelten, sei denn, dass es einen spezifischen Beweis gibt, der das unterscheidet. Und hier vom Verstand her einfach zu sagen, dass die Frau anders beten sollte, ist nach den Gelehrten, denen wir folgen, nicht besonders stark. Denn der Prophet ﷺ hat gesagt, Sallu kama ra'aytumuni usalli, betet so, wie ihr mich beten gesehen habt. Und deswegen sind wir der Überzeugung, dass die stärkste Meinung diesbezüglich ist, dass Mann und Frau gleich beten. Wie geht man mit dieser Meinungsverschiedenheit um? Wenn man jetzt beispielsweise Freunde hat, die unsicher sind, die Imam Abu Hanifa in dieser Sache vertrauen, wie geht man damit um? Man geht damit Toleranz um, denn wenn große Mujtahid-Imame der ersten Generationen eine Meinungsverschiedenheit hatten, dann ist das ein Grund für uns darüber zu diskutieren, auf friedliche, freundliche Art und Weise, aber kein Grund uns gegenseitig zu hassen, zu verabscheuen und zu boykottieren. Deswegen, wie gesagt, aufgrund der Hadithe, die wir genannt haben, nochmal, der Prophet sagte, betet so, wie ihr mich beten gesehen habt. Er hat da keinen Unterschied gemacht zwischen Mann und Frau. Die Hadithe, uns wird diesbezüglich kein Hadith berichtet, der da einen Unterschied macht. Wer ihn bringt, wer sagt, das gibt's, der soll uns das gerne zeigen. Und der Prophet hat auch verboten, der Prophet ﷺ hat auch verboten, beispielsweise die Ellenbogen auf den Boden zu legen. Hier gilt wieder dieselbe Regel. Alles, was für den Mann gilt, gilt in gleicher Weise für die Frau. Es sei denn, es gibt einen spezifischen Beweis, der eine Unterscheidung bringt. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß es am besten. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.